Sehr geehrter Herr Ratgeber, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit eröffnen, heute bei Ihrer Veranstaltung virtuell dabei zu sein und zu Beginn auch ein kurzes Grußwort, eine kurze Einschätzung aus meiner Perspektive zu geben. Mein Name ist Dirk Wiese, ich bin aktuell stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Seit ich 2013 in den Deutschen Bundestag gewählt worden bin, war eine meiner ersten Entscheidungen, dass ich mich mit Indien auch politisch im Deutschen Bundestag beschäftigen möchte. Ich habe sofort die Mitgliedschaft sozusagen in der Parlamentariergruppe gezeichnet, bin dort Mitglied geworden und mache dies auch jetzt schon in unterschiedlichen Funktionen. Und darum bin ich auch, und das möchte ich sagen, Ihnen, Herr Ratgeber, aber auch vielen anderen sehr dankbar für den guten Austausch, den wir in den vergangenen, ja, jetzt schon fast gut 10 Jahren miteinander geführt haben. Und ich möchte auch Danke sagen an das große Engagement, was Sie immer wieder zutage treten lassen, das große Engagement, was viele von Ihnen, die heute bei dieser Veranstaltung teilnehmen, im Hinblick auf Indien an den Tag legen. Und ich möchte auch einfach mal Danke sagen für die vielen guten Artikel, die in der Fachzeitschrift Südasien auch immer wieder erscheinen und auch meinen Horizont wirklich immer wieder auch an vielen Stellen erweitern. Heute beschäftigen Sie sich bei Ihrer Tagung mit der Frage, welche Einflussmöglichkeiten hat die Zivilgesellschaft? Hat die Zivilgesellschaft gerade auf den Hinblick der Herausforderungen des Klimawandels, der Herausforderungen der internationalen Verpflichtungen, die wir global eingegangen sind? Und welche entscheidende Rolle kann die Zivilgesellschaft gerade bei dem Vorantreiben des Ausbaus der erneuerbaren Energien auch gerade in Indien letztendlich spielen? Denn sind wir ehrlich, das, was wir uns verpflichtet haben, das, was wir erreichen wollen mit den Grenzwerten im Hinblick auf den Anstieg der Temperaturen, im Hinblick auf die Herausforderungen der klimatischen Veränderungen, die wir jetzt schon in unserem Alltag erleben, dann wird es ohne Indien nicht funktionieren. Und darum ist jedes Engagement im Hinblick darauf, Indien stärker in die Pflicht zu nehmen, Indien stärker auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu unterstützen, richtig. Die Frage, die wir uns nur stellen müssen, ist, welche Rolle kann die Zivilgesellschaft momentan spielen? Hat die Zivilgesellschaft überhaupt noch die Freiräume in Indien, um letztendlich sich hier auch stärker einzubringen? Und wo steht Indien momentan? Vielleicht ein paar Gedanken aus meiner Sicht. 2024 sind in Indien wieder Parlamentswahlen. Die BJP unter Modi ist mittlerweile in 27 Bundesstaaten an der Regierung. Wir haben gerade in diesem Jahr gesehen, dass gerade auch die Wahlen in den Bundesstaaten Uttar Pradesh im März nach der Niederlage, die die BJP allerdings auch zuvor in Westbengalen geführt hat, eigentlich durch die Regionalwahlen im Frühjahr wieder Auftrieb für die Wahlen 2024 bekommen hat. Es zeichnet sich ab, dass sich eigentlich die Mehrheitspolitik, die Hindutva-Mehrheitspolitik, die Mehrheit für die BJP in vielen Wahlen mittlerweile verfestigt hat. Und ich bin sehr skeptisch, wenn ich mir einen Blick auf die Opposition gestatte, auch einen Blick auf den Indian National Congress gestatte, vielleicht auch auf andere, wenn ich Richtung Westbengal schaue. Leider sehe ich momentan nicht, dass es ernsthafte Konkurrenz letztendlich hier für die BJP gibt. Und wenn wir uns die BJP anschauen in den vergangenen Jahren, dann ist es eigentlich so gewesen, dass gerade Fragen der Menschenrechte, gerade Fragen der Freiräume für Zivilgesellschaft immer weniger geworden sind. Die Hindutva-Mehrheitspolitik, ich habe es angesprochen, hat eigentlich den öffentlichen Diskurs eingeschränkt. Sie hat eigentlich Möglichkeiten eingeschränkt der freien Beteiligung. Sie hat auch letztendlich den Diskurs gegenüber Minderheiten, gerade über gegen den muslimischen Minderheiten, ebenfalls stark eingeschränkt. Und wenn ich mir die Situation anschaue mit einem Blick nach Jammu und Kaschmir, wo wir ja auch viele, viele besorgniserregende Berichte in der vergangenen Zeit auch gehört haben, wenn wir auch die aktuellen Berichterstattungen hören über den Zuschnitt von Wahlkreisen, der letztendlich dazu führt, dass dort auch eine Mehrheit gesichert werden soll durch den Zuschnitt von Wahlkreisen, dann ist das auch etwas, was in ein Gesamtbild hineinpasst, dass man durch eine politische Agenda letztendlich versucht, Mehrheiten für die Zukunft letztendlich zu sichern, Mehrheit für eine sogenannte Hindutva-Politik, die natürlich auch, ich habe es angesprochen, den Diskurs verschiebt und letztendlich auch Ausgrenzungen an vielen Stellen immer mehr, ja, möglich macht, politisch auch flankiert, politisch auch unterstützt. Denke da immer noch an den Wahlkampf zurück, den wir im Frühjahr in Uttar Pradesh letztendlich auch gewählt haben. Wird es dies Jahr in anderen Wahlen vielleicht ein anderes Bild geben? Wird sich Indien vielleicht noch anders abzeichnen? Ich bin unsicher, ich bin skeptisch, ich glaube eher nicht. Wir werden dieses Jahr im Dezember noch Wahlen in Gujarat erleben, in der Heimat von Modi. Wir werden auch Wahlen in Himachal Pradesh erleben. Ich glaube nicht, dass sich hier andere Mehrheiten zeigen werden. Und von daher glaube ich, werden wir mit der aktuellen politischen Situation
auch umgehen müssen und uns darauf auch einstellen müssen. Trotzdem gibt es auch in der indischen Politik immer wieder hoffnungsvolle Zeichen. Es gibt die obersten Gerichte, die immer sehr deutlich machen, dass bestimmte Sicherheitsgesetze, die sehr problematisch sind, jedenfalls so nicht weiter angewendet werden können. Und es zeigt sich, dass dieses Land doch an vielen Stellen, und es ist die älteste Demokratie der Welt seit 1947, auch nicht so einfach umzukrempeln ist, wie sich das vielleicht der ein oder andere auch vorstellt, sondern es zeigt sich, dass der Rechtsstaat an vielen Punkten auch funktioniert und dass trotz eingeschränkter Freiheitsrechte, gerade auch der Zivilgesellschaft, immer wieder auch es letztendlich funktioniert, Spielräume deutlich zu machen, Protest, Widerstand auch deutlich zu machen. Und sind wir ehrlich, natürlich auch, es ist nicht die einzigste Herausforderung. Wir sehen immer noch die Schwierigkeiten und das, die tägliche Diskriminierung durch das Kastenwesen. Wir sehen immer noch, wie Frauenrechte unterdrückt werden in Indien. Aber wir sehen natürlich auch, dass letztendlich vieles, gerade in den ländlichen Gebieten, sich so abzeichnet, dass die mangelnde Bildung immer noch ein ausschlaggebender Punkt ist, der das Land einfach vor viele Herausforderungen stellt und nicht zu Unrecht manchmal davon gesprochen wird, dass sich Indien in 3 Jahrhunderten eigentlich faktisch gleichzeitig befindet. Jetzt wollen wir aber auch den Blick nach vorne richten, heute bei Ihrer Konferenz, und die Frage stellen, wo kann eigentlich die Zivilgesellschaft viel stärker auch noch mit dazu beitragen, dass wir auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. Und wir als Ampelkoalition, wir haben im Koalitionsvertrag klar festgelegt, dass wir ein herausragendes Interesse an der Vertiefung unserer strategischen Beziehungen zu Indien haben. Und auch das kann nicht losgelöst vom globalen Kontext diskutiert werden, insbesondere wenn wir den Blick nach China werfen, aufgrund der aktuellen Diskussionen, die wir führen, aufgrund von Abhängigkeiten, aufgrund von geopolitischer Einflussnahme Chinas auch innerhalb Europas. Und vor diesem Hintergrund ist Indien einfach auch ein strategischer Partner. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch immer wieder mit Indien vertieft im Gespräch sind, dass wir mit Indien mehr als 30 Dialogformate haben, unter anderem auch im Bereich Energie und Umwelt. Dass wir auch immer wieder uns vor Augen führen müssen, dass wir mit diesem Land in seiner ganzen Vielfalt auch schon seit über 70 Jahren jetzt diplomatische Beziehungen aufgenommen haben und sehr gute diplomatische Beziehungen haben, was gerade auch die Regierungskonsultationen zeigen. Ich will da gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Und übrigens auch, kleiner Schwenk am Rande, auch die deutsch-indische Parlamentariergruppe bereits seit 50 Jahren existiert und wir dies auch in einem kleinen Format unter Corona-Bedingungen auch im Bundestag etwas würdigen konnten. Nichtsdestotrotz zeigen gerade die deutsch-indischen Regierungskonsultationen, die zuletzt am 2. Mai diesen Jahres stattgefunden haben, dass gerade mit der Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung ein wichtiger Schwerpunkt in der zukünftigen Arbeit zwischen unseren beiden Ländern gelegt worden ist. Und es ist etwas, was nicht bei Null anfängt. Bereits im Jahr 2020 haben das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aber auch das Bundesumweltministerium gerade bereits die Fragen der Energiewende, des Ressourcenschutzes bereits als Schwerpunkte adressiert. Und es gibt bereits seit 2006 ein deutsch-indisches Energieforum, auf das jetzt aufgesattelt werden kann und wo es elementar wichtig ist, dass insbesondere auch die Zivilgesellschaft sich in diese Foren einbringt, ihre Expertise letztendlich auch gefragt ist, denn Indien, und das wissen Sie durch Ihre tägliche Arbeit, ist auch immer noch eines der Länder mit den weitgrößten Kohlekapazitäten, die immer noch da sind. Indien ist auch einer der größten Ölimporteure letztendlich der Welt. Aber auf der anderen Seite sieht es auch die Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich grüner Wasserstoff, wo Indien und Deutschland auch strategische Partnerschaften eingehen können. Aber genauso gut im Bereich Solar und zur Erreichung der Klimaziele wird es ohne diesen Ausbau der erneuerbaren Energien auch letztendlich nicht gehen. Wenn man selbst vor Ort in Indien unterwegs ist, dann stellt man sich manchmal schon die Frage, warum dieses Potenzial der erneuerbaren Energien nicht auch in den vergangenen Jahren schon viel, viel stärker genutzt worden ist. Ich erinnere mich an einen meiner ersten Besuche in Tamil Nadu, als ich in Chennai gelandet bin und ich sah eine große Zahl an Windkrafträdern entlang der Küste, wo eigentlich schon klar war, hier steckt wirklich Potenzial, hier sind wirklich Möglichkeiten. Und auch die Bundesregierung hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch auf unterschiedlichen Messen, auf unterschiedlichen Plattformen und Formaten dafür eingesetzt, diesen
Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der nachhaltigen Entwicklung, der Fragen von Umweltgesetzgebung, die Verschmutzung der Flüsse, sich auch hier massiv einzubringen. Und umso wichtiger ist es, aufzusatteln auf diese deutsch-indischen Regierungskonsultationen, aufzusatteln auf das, was vereinbart worden ist im Hinblick auf eine verstärkte Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung, hierbei deutlich zu machen, dass Zivilgesellschaft nicht ein Problem ist oder eine Herausforderung der Freiräume genommen werden sollten in Indien, sondern der indischen Regierung auch immer auf unserer Ebene klarzumachen, auch beim Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem indischen Parlament, dass es gerade die Zivilgesellschaft braucht, um voranzukommen, dass es die Zivilgesellschaft braucht, um den Dialog zu erweitern, um die Freiräume auch zu erweitern, um unterschiedliche Perspektiven auch aufzunehmen. Und darum meine klare Haltung: Indien ist ein wichtiger und ein zentraler strategischer Partner der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union. Es stellt uns politisch vor Herausforderungen. Es ist nicht einfach, aber die Zivilgesellschaft muss teilnehmen an diesem Diskurs, darf nicht sozusagen eingeschränkt werden in ihrer Arbeit on the ground in Indien, sondern wir brauchen die Zivilgesellschaft dabei, auf einen guten Weg zu kommen, auf eine gute, nachhaltige Entwicklung auch für Indien, zu unser beider Vorteil. Und in diesem Sinne, ich glaube, ich habe viel zu lang gesprochen. Herr Ratgeber hatte mir schon ein kleines Zeitfenster vorgegeben, aber ich hoffe, ich habe dadurch die Veranstaltung jetzt nicht gesprengt. Ich freue mich jedenfalls, dass dieses wichtige Thema bei Ihnen heute auf der Agenda steht. Und in diesem Sinne, bleiben Sie dran, bringen Sie sich ein und ich freue mich auch weiter mit Ihnen über den Austausch. Und in dem Sinne, machen Sie es gut, gute Veranstaltung, gute Diskussion. Wiedersehen.